Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Uranium, ihr 93 Tuvia. Also, wir sind jetzt in Barole Town angekommen und Sie sehen es jetzt wahrscheinlich schon in meinem Team. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe ja gesagt, bevor ich jetzt in die nächste Arena gehe, möchte ich ein bisschen trainieren. Habe ich jetzt doch nicht viel gemacht. Was ich aber schon ein bisschen vorweggenommen habe, ist, ich bin in die nächste Route gegangen, habe aber noch keine Trainerkämpfe gemacht, habe mich aber in den Wiesen ein bisschen umgesehen und da habe ich ein paar interessante neue Pokémon gefunden, die ich mir jetzt mal ein bisschen vorstellen möchte. Da haben wir zum einen das Käfer-Pokémon, wie hieß es nochmal? Moment, lass es mich schauen. Summary, der Name war Spony, dem ich dem Spitznamen Blueberry gegeben habe. Ein Käfer-Pokémon, was aber sehr wahrscheinlich zu einem Käfer-Wasser-Pokémon wird, weil es beherrscht schon eine Wasserattacke. Dann haben wir ein neues Flug-Pokémon und zwar... Moment. Da sind wir. Da haben wir das Feuer-Flug-Pokémon Pahach, dem ich den Spitznamen Farah gegeben habe. Ja, finde ich schon. Das erste Feuer-Flug-Pokémon, das war ja im Grunde Glurak. Das nächste würde ich sagen ist Ho, aber jetzt haben wir auch ein normales. Ah ne, stimmt, in Kalos, in der siebten Generation, gab es ja die Tatiri-Entwicklungsreihe mit Feuerflug. Ist aber interessant. Dann haben wir, Güteball, das habe ich ja, wir haben Rettern wieder da. Den Spitznamen habe ich K gegeben und ein Pokémon, was ich jetzt schon in mein Team aufgenommen habe, was ich ja unbedingt haben wollte, ist Takun. Das Unlicht-Normal-Pokémon, dem ich den Spitznamen Tess gegeben habe. Und ja, ich denke, mit den Pokémon, die ich im Team habe, bin ich gut vorbereitet, weil mir wurde ja gesagt, ich werde auf Gesteins, Boden und Gift-Pokémon treffen. Da habe ich ja mit Mochi schon mal ein Wasser-Pokémon. Ich habe mit Buckler ein Stahl-Pokémon gegenüber den Boden. Mit Stahl-Gestein. Bin ich gut gegen Gestein und auch mit Wurmhole ein gutes Pokémon gegen Gesteins-Pokémon. Deshalb, ich werde es erstmal an die Spitze setzen, damit es ein bisschen trainieren kann. Wahrscheinlich, wenn sie Level 14 haben, aber hey. Da muss Wurmhole mal durch. Seine Verteidigung ist nicht die beste. Ich hoffe, das verändert sich, wenn es sich entwickelt. Daher, ich bin gespannt. Ach je, ist, wird das dunkel. Einfach mal ab hier in die Arena. Komm, ich fordere euch heraus. I strengthen myself by crushing boulders with my fists. Was ich da nicht verstehe, wie kann man sich stärken, wenn man Steine schlägt? Ja? Super. Mein erstes Pokémon, ein Pokémon, was schwebt, was ich nicht anfassen kann. Dann darf Buckler ran. Haha. Buckler hat nämlich eine neue Fähigkeit, eine neue Attacke, er lernt nämlich Metallklaue. Also was ich nicht verstehen kann, wie kann man sagen, wenn man Steine haut, dass man sich dadurch stärkt. Was verändert sich dadurch? Man bricht sich vielleicht mal die Handknöchel, ja? Oder auch mal die Knochen? Oder die Muskeln reißen und die wachsen dann härter wieder zusammen. Im Prinzip versteift man sich doch selber. Ist das gesund? Irgendwann läuft man nur noch so. Oder? Man kann sich eher... Oder er meinte, er hat sich so in dem Sinne trainiert, dass er genau erkannt hat, aha, wie muss er schlagen, damit er sich keine Schmerzen zufügt? Wo ist der schwache Punkt bei den Steinen? Gut, wenn man immer wieder auf die gleiche Stelle schlägt, wird ja auch irgendwann brechen. So, was kommt jetzt? Tonemi, nochmal hier. Bock mal, ei, der Daus. Aber ich werde trotzdem tauschen, damit nämlich Wärmer ein bisschen hier Erfahrung kriegt. Ah. So. Wer weiß, vielleicht sehe ich sogar in dem Team von dem Arena-Leiter, wie heißt der? Deverne ist sein Name. Sehe ich vielleicht sogar, Entschuldigung, habe wieder vor was getrunken. Bäh. Vielleicht sehe ich dann auch mal, wie die Entwicklung von Tonemi aussieht. Bin ich sehr gespannt. Hm. Ist schon Fluch des Schränken. Man muss es tun, damit der Hals hier befeuchtet bleibt, damit man hier weiter reden kann. Aber gleichzeitig hat man auch immer hier diese viel Kohlensäure. Der Mensch und der Blut. Was der Mensch aber auch alles durch sein Essen hier bevorzugt, herr. Die Konservierungsstoffe soll lang halten, es soll bizellen, es soll schmecken. Hm? Oder wobei es ja auch wieder Leute gibt, die so viele Arten von Essen hier ja schlecht reden. Besonders hier die von den Fastfood-Restaurants. Hm? We got smashed.
wenn wir nicht im sexuellen Sinne, okay, pass auf hier. If you want to solve the puzzle in this gym, you'll have to do some excavation too. Ach, hier ist ein Rätsel. Verstehe. In a cave, wild Pokémon can jump out from anywhere. Look out! Von oben. Ich höre schon meinen Haaren. Heika tot. Soll das was bedeuten? Soll ich mir da Sorgen machen? Machen wir Mochi? Es hat Level 14. Es kann. Ach genau, es hat ja die Fähigkeit, dass es nicht. Es kann ja nicht fliehen. Natürlich fand er auch Bulldoze. Ey. Ja, Wurmol ist stark. Aber seine Verteidigung ist nicht gut. A critical hit. Speed fell. Na, das kann ich ja vergessen. Das kann ich vergessen, dass ich das irgendwie hinkriege. Weil es ist nicht schnell genug. Ja, und wenn es Bulldoze einsetzt, ist es immer kurz davor, mich zu besiegen. Jetzt hat es mich schon besiegt, danke. Mann. Wo hatte ich es gerade davon? Vom Fastfood, genau. Gut. Es stimmt. Es soll nicht wirklich dann gehaltvoll sein. Soll eher einfach gut schmecken. Wenn man aber diese Mahlzeiten nimmt, ja, und würde sie selber zubereiten, zum Beispiel frischen Salat, frische Gurken und Tomaten, dann ist auch wieder was anderes. Aber bei Fastfood-Restaurant, das heißt ja schon im Namen, es ist ein Schnellessrestaurant, da kann man hier nicht so alles hier schön frisch machen, weil ansonsten dauert es lang und dann haben sie kein Geschäft. You're certainly strong. You may have beat me, but the range on a whole other level. This Pokémon are no joke. Soll ich hier. Kann ich hier Pokémon finden? Das wäre was, wenn man hier ein Pokémon finden würde. Ja. Warum nicht? Vielleicht hat es sogar was damit zu tun, dass ich alle Steine brechen soll. Was weiß ich. Oder eine bestimmte Kombination. Wenn, dann muss ich ja sowieso nochmal rausgehen. Rums, die Bums. Ja. Ah, da. Gut, some excavation is to do. Aha, da sehe ich ja schon was da oben. Was ist das? It looks like there's a place to put an item in there. Maybe a gem of some kind. Ach, ich soll ja also deshalb die Steine zertrümmern, damit ich einen Edelstein finden kann. Verstehe. Und wahrscheinlich ist er irgendwo dort, wo ich halt erstmal an den Gegner vorbei muss. Aha. Verstehe. Pokémon, dann tausche ich mal Wurmhole. Weil Mochi, das Blöde ist, Mochi hat noch keine Wasserattacke erlernt. Also sollte ich Mochi erstmal noch nicht rausschicken. Ich freue mich schon, wenn ich den App-Teiler finde. I've been digging tunnels for years. What have you accomplished? Ich bin etwa, 11, 12 Jahre? Ich bin jetzt auf meine Reise aufgebrochen, also. Sagst du es mir, was kann man in dieser Zeit erreichen, hä? Warum? Sehr. Da haben sich, glaube ich, schon an der 8. Generation orientiert, bei dem Unlichtattacken normalen Schaden machen bei Stahlattacken, weil vorher war es ja nicht sehr effektiv. Sehe ich schon. Oder war das schon in der 7. Generation anders? Könnte auch schon in der 7. Generation anders gewesen sein. Ich kann mich da nicht an alles erinnern. Blablabla. Berul. Einmal weg schon. Bitte, danke. Wo war ich gerade? Ich habe schon wieder vergessen. So, das wird mir immer der Gesprächsstoff. Manchmal habe ich mehr, manchmal weniger. Je nachdem, wie viel am Tag passiert. Das ist ja auch, warum ich Let's Plays auch mache, ja? Wenn ich allein wäre, mit meinen Gedanken, boah, da wird sich was anstanden und irgendwann bricht das alles raus. Ja? Oder auch in der Arbeit, da bin ich, sag ich mal, etwas bisschen ernster, gut. I see a light at the end of the tunnel. Es ist ein Bus. Ja?
Zumindest was die Eltern geht, da ich ja in der Kita arbeite mit den Kindern, da darf ich mal wieder ein bisschen alberner sein mit den Eltern. Gut, abgesehen, je nachdem mit welchen Eltern man zu tun hat, kann man da auch ein bisschen alberner sein. Ein bisschen hier, ein bisschen ernster, ne? Aber zu Hause, puh, da lasse ich alles raus. Ne? Ist, sag ich, so ein Ausgleich, so ein Gleichgewicht. Ne? Außerhalb, da zeige ich mich eher von meiner besten Seite. Und zu Hause, da bin ich verrückter als sonst was. Ja, da muss ich mich wirklich hier sehr wohl an einem Ort fühlen, damit ich mich dort wirklich auf meiner verrücktesten Seite zeigen kann. Ne? Ja, da weiß ich ja noch genug, wo Leute hier mich mal kennengelernt haben, haben dann sich meine Videos hier angeschaut und dachten sich, du bist ja ein ganz anderer Mensch in den Videos. Wie kommt das? Also, weil ich hier alleine bin. Ja, ich weiß, Leute schauen sich das an. There's something in the ground. It's a bright gem. Es war hier. In dem ersten Raum war der Gem. Aha. Hätte mir irgendwie klar sein müssen. Gut. Heile ich erstmal meine Pokémon. Wäre das zu schwer, wenn sie es einbauen würden, dass man davor nicht wieder zurück kann? Weil ich meine, man kann sich natürlich Items holen. Und wenn man zu viele einsetzt, dann hat man ein Problem. Aber dass man halt raus und wieder rein kann, das erleichtert es ja alles. Trovo puts the bright gem inside und der Weg ist frei und der Arenaleiter ist schon hier. Alles klar. Mit wem fange ich an? Wisst ihr was? Ich fange mal mit Wurmholf an. So oder so kriegt er dann ein bisschen Erfahrungspunkte. Hey Trainer, I'm sure you know this by now, but I'm Devan, Gym Leader of Barol Town. I raise Pokémon that are found in caves. Most people find caves scary, but ever since I was a kid, they always felt like home. That's why I dug out this abandoned mine and converted it into a gym. My Pokémon are toughened through hard work and battle. Can you stand up to our strength? Show me that you're not afraid. Ich schon Angst? Nee. Leader the man would like to battle. Ja, super. Crozart gegen Crozart. Und ich kann mein Pokémon wieder nicht austauschen, oder? Wegen seiner Fähigkeit. Und es setzt auch natürlich wieder Bauludos ein. Ach, leck mich doch! Ich möchte doch nur meine Pokémon ein bisschen hier aufbrezeln. Sie wachsen lassen. So, da kann er jetzt das... Ja, da fliegt er. Zeigt dir jetzt das fliegende Fluttershy. Was es drauf hat. Haha! Verwendet Potions, ist schlau. Andere Trainer machen das natürlich nicht. Und, verwendest du nochmal ein? Ja, verbrauch alles bei deinem ersten Pokémon. Ist mir recht. Bin gespannt, ob ich ein komplett neues Pokémon bei ihm sehe. Hast du schon mal das Boden-Pokémon? Dann hat er wahrscheinlich... Vielleicht hat er die Entwicklung von Berule. Vielleicht hat er die. To send in Motril. Motril. Das ist ein neues Pokémon. War klar, irgendwas mit dem Bohrer, weil ich finde da schon ein Bohrer-Maulwurf, eine andere Art Bohrer-Maulwurf, anstatt wie Rotomorph aus der fünften Generation. Ach. Oh Mann, da habe ich schon Ideen, wie die entwickelte Form aussehen könnte. Alter Falter. Gut, ob das... Teres macht den Rest. Motril, definitiv von Mole und Trill. Ja, manche Designs, das ist auch die Sache, je nachdem, wie man etwas darstellt. Not very effective? Not very effective. Was könnte es dann für ein Typ gewesen sein? War bei Berule hat ja auch das. Deerule. Ah, Deerule? Definitiv die Entwicklung. Deerule? Also so ähnlich wie Deer, also das... Das Reh? Moment. Kriegt das jetzt Beine? Hat das Pokémon Beine? Lasst mich schauen. Oh, Berule wird zu diesem Pokémon. Ja, das wäre doch was ganz anderes, als ich es mir vorgestellt hätte. Interessant. Hä? Achso, weil stimmt, Stein ist tut's ausgleichen. Wegen der Feuerschwäche. Deerule.
ob es noch eine weitere Entwicklung hat. Es sieht aus, als würde es eine weitere Entwicklung haben. Wird es dann sowas wie eine... Was könnte es sein? Wird dann der kleine Bummel, diese kleine Faden oben, wird es dann zu einem Geweih? Ja? Was sich in alle Richtungen ausbreitet? Oh. War es das gewesen? Tofuran? Tofuran? Könnte das die Entwicklung von Tonemi sein? Jetzt bin ich wirklich gespannt. Der hat auf jeden Fall viele Pokémon, das finde ich gut. Was? This isn't over yet. Tonemi will zu dem Teil? Ich hätte hier andere Ideen gehabt. Ich dachte, Tonemi wird jetzt auch wieder zu einer Art Riesenfledermaus. Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Fledermaus, aber nein, wie sieht das aus? Es sieht aus, wie als hätten sich ein Hippo und eine Fledermaus sehr gern gehabt. Und hätten sich in Gift gesuhlt. Und in Haarwuchsmittel. Gut, zumindest die spitzen Zähne hat es wie eine Fledermaus. Alter Falter. Und lick, es kann mich lecken, wie ein Lollipop. Oh, da habe ich jetzt mal ein paar schöne Ausblicke gesehen, wie in was sich manche meiner Pokémon entwickeln werden, wenn ich sie weiter trainiere. Tofurang oder Tofurang? Alter. Die Ideen sind so verrückt, ja. Aber ich glaube, deshalb gefallen sie mir auch so gut, weil es vorher sowas nicht gab. Weil bei einem Nilpferd würde man eher an Wasser denken. In der vierten Generation gab es ja die... Ach, wie heißen die nochmal die Namen? Hypoterus und Hypototas, oder? Das waren Boden-Pokémon mit dem Nilpferd. Das hat auch doch sehr gut funktioniert. Aber ein Gift-Nilpferd? Na gut. Die riesen Mäuler, die sie haben, die können sich nicht die Zähne putzen. Da können sich schon gewisse Bakterien hier ansammeln. Level 16 auch noch, hm. Ja, da habe ich mit Buckler hier schon mal einen guten Anfang geboten. So, Frenzy, du gibst ihm den Rest. Der soll sich an deinem Körper hier verbrennen, die Zunge. Blablabla. Komm, los, verbrennen. Ich paralysiere, du verbrennst. Witz. Ach, bitte jetzt keinen Trank. Ja, Tatsache, er hat wohl alle Tränke schon bei Crossword verwendet. Haha. Und war's das gewesen? Level 19 entwickelt er sich vielleicht. Frenzy Strike. Flame Wheel! Flammenrad. Gib mir her das Teil. Which move should be forgotten? Flame Wheel. The user cloaks itself in fire and charges at the target. It may also leave the target with a burn. Nice, nice. Dann nehmen wir Heule. Das habe ich nie verwendet. Eher die Offensive. Defeated Leader Devern. That was a well-earned victory. You're more than deserving of the Pride Gem Badge. Ach, kriege ich jetzt den Gem wieder drauf auf den Ohren. Ach, das ist schön. Well fought, kid. Consider me impressed. Now, if you could hand over that gem you found earlier. Die Idee. Click and tada. Here is your badge. Man hat sich wirklich den Ohren verdient. Nice. I hope you look at that badge and remember all the hard work it took to earn it. Also, please accept this TM. Prick Break. Ach, Durchbruch. Schöne Kampfattacke. Ah. Prick Break is a fighting type move that I use to help excavate tunnels. Macht Sinn, so eine Attacke zu haben. Not only is it powerful, but it can also shatter walls like Reflect and Light Screen. See that you make good use of it on your journey. Sagst du noch was? Jovi, is it? You made quite an impression on me with your battling skills. But remember this. Remember, this is only the second gym badge in Tendor. It will take great perseverance and fortitude to make it to the Tendor Championship. But if the ocean can hollow out an enormous cavern, wave after wave, I think you can do anything too. Gut, er sagt nichts weiter. Finde ich schon interessant, dass eine Kampfattacke Psycho-Attacken wie Reflektor und Lichtschild zerstören kann, ja? Sagst du noch was? Oh, sag noch was. Hey now, that was an excellent show. You really rocked this place. If you'll excuse the pun. Gib sie mir.
Nee, ich tue jetzt deshalb nicht husten, weil der Witz schlecht war, sondern ich habe was in der Nase. Ich mag meine Wortspiele. Ich mag die Wortspiele auch. Keep it up, kid, and you will do great. So, ich hoffe, dass mein Rivale jetzt wartet, bis ich mich geheilt habe. Und was sagt die Zeit? Ja. Ich würde mal sagen, das war jetzt sehr gut. Wir haben neue Sachen gesehen, neue Pokémon, haben einen zweiten Arena-Orden verdient. Thank you for waiting. We're sort of full health. We hope to see you good again. Schauen wir uns mal den Orden an. Ach, ist er nicht schön anzusehen. Und das war erst die zweite Arena. Die zweite und die... Dieses Spiel ist schon eine Herausforderung. Ja, dieses Spiel, das... Das tut einem nicht hier ladi da einen Sieg nach dem anderen geben. Nein. Man muss hier wirklich arbeiten, für das, wenn man hier was erreichen will. Und ja, mit diesen Worten, meine Damen und Herren, hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe von Pokémon Uranium gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Wo geht's nächstes Mal hin? Lasst uns kurz mal schauen. Wir sind jetzt in Barrow Town und der nächste Ort wäre... Durch das Spa Grassland und den Baikal Forest nach Amatree Town. Also wenn es Berry Traders, also wenn es da keinen Pflanzenarena-Leiter gibt oder Arena-Leiter, dann weiß ich auch nicht, Kometen Cave, ulala. Rockfell Town, Professor Cypress Lab. Wir haben zwei Professoren? Ja, guck mal an. Also dann, bis dann, ihr dran, das ist Jovo. I love and entertain you, tschüss and goodbye.